Hey ho Leute, willkommen zurück zu Jericho. So, hier sind wir nun in den Bädern. Während des römischen Imperiums, Reichs, keine Ahnung. Und wir müssen mit Frank weiter. Weil er ja hier der Typ mit dem Feuergott ist. Und er hat diesen speziellen Feuerschild, womit wir halt auch uns gegen Feuer schützen können und auch in Feuer rumlaufen können. Ja, Leute, das können wir auch. Deswegen müssen wir jetzt mit Frank alleine darunter. Und mal gucken, wo uns das hinführt. Oh, ich hätte den Schild etwas früher aktivieren sollen. So. Okay. Vielleicht noch eine Alternativroute wählen können. So. Ist ein bisschen knifflig, weil wir sind nur eine Person. Wenn wir hier irgendwie drauf gehen. Wisst ihr, was das heißt? Direkt Ende. Guckt ihr an, was er mit dem macht, ey. Kranke Viecher. Schmeck. Ich hab was für dich. Bam! Direkt in den Schädel rein, ey. Wo ist er? Nein! Nein! Renn ihn weg! Boah. Ja, aber Frank ist halt auch gut widerstandsfähig, ne? Muss man schon sagen. Also der Dicke, der hält was aus. Und hier gibt es noch eine ätzende Szene, Leute, sage ich euch. Beziehungsweise ist eigentlich die ganze Szene ätzend, finde ich. Wenn man hier mal echt gut aufpassen muss. Da ist nicht hier eben mal heilen und dann geht's weiter. Nee, nee. Ach Gott, ey. Da ist Nirvana. Ich dachte, da ist. Sicherer Abstand das Beste, was du machen kannst. Für dich. Hell. Tulle wechseln. Ab ins Nirvana. Oh, Feuerdämon, rette mich, rette mich. Waren das alle? Ich höre zwar noch was, aber. Machen wir jetzt mal. Oh, geil, Kontrollpunkt schon. Nicht schlecht. Oh! Pennergesicht. Ich sag euch, die Pistole, ey, die ist richtig stark. Wenn man da den Kopf trifft, habt ihr ja gesehen. So, hier die Eisen sind auch heiß. Das heißt, Feuerschild aktivieren und rüber. Komischerweise können wir auch darüber laufen dann. Die Gegner, die brennen dann eigentlich. Oh, da ist ja noch so einer. Gott. Ja, wir können halt uns nicht so anschleichen. Wie jetzt mit Church. Und der einfach direkt wegkloppen. Leider. Hätte ich da mit der dicken MG drüber gebraten hier mit dem. Ich weiß nicht mehr, welche Stelle gut war dafür. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach hier in dem Gang. Das ist ein guter Abstand. Weg, komm, weg da. Angst. Du auch weg, komm. Also Frank ist auch schon eine kleine Ein-Mann-Armee, muss man sagen. Und mit dem Feuerdämon da im Arm. Gut so, Baby. Komm und spiel mit mir. Oh, jetzt hab ich ihn überlastet. Boah.
Das geht ja gerade nicht an. So aufladen. Nein! Piss dich! Alter! Guck mal, der weicht da nicht zurück oder so. Der wird nicht irgendwie angehalten. So, das war's erstmal. Ja, Kontrollpunkt. Bitte weg! Bin ihn weg! Oh, oh, guck mal, wie der geflogen ist! Ich weiß nicht, wie lange ich den benutzen kann, deswegen soll ich ihn, glaube ich, manchmal wieder einstecken. Wo läuft der denn jetzt hin? Außenrum? Soll mir recht sein. Wo ist der denn jetzt? Alter. Oh, die MG ist auch stark. Was ist jetzt? Ist doch noch so einer. Nein, der ist nicht weg! Weg, weg, weg! Uiuiuiui. Leute, Leute, Leute. Nein, nein, nein! Nein! Scheiße, es dauert zu lange, bis er dann den Arm da öffnet, ey. Oh, ey, selbst mit der MG, da triffst du nicht diese kleine Pustel da noch, ey. Weil er dann immer so rumzappelt und anstatt, dass er nach hinten fliegt durch den Rückstoß, fliegt er näher zu uns hin, wenn wir den anschießen, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute. Naja, Kontrollpunkte sind ja richtig fair gemacht. Also sind wirklich fair, viel gesetzt. Also ist das gar nicht so. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass er auch schwer einfach komplett von neu runter müssen. Ich habe etwas gesehen. So, Baby, komm und spiel mit mir. Oh oh. Was? Auch durch die... Durch das... Hä? Ich war doch dahinter. Okay, dann geht das wohl auch da. Aber wusste ich nicht. Mann, Mann, Mann. Ganz unten, ey. In der Pampe da. Ich habe etwas für dich. So, Baby, komm und spiel mit mir. Boah, ey, stirb. Witterungszeit. Boah, die wissen schon, dass ich beides bedienen muss. Boah. Bei dir einfach eine viel schnellere Angriffsfolge. Gott. Weg, 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 weg. Gut so, Baby. Komm und spiel mit mir. Nein. Boah, noch getroffen. Feuerdämon, beschütze mich. Beschütze mich. So, ist vorbei, glaube ich. Musik ist leiser geworden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir durchrennen können. Ich glaube es mal nicht. Aber macht ja dann weniger Spaß, ne? Was war das? Ich hab was gehört. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Oh! Nein! Nein! Oh, ho, 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 das war knapp, Leute. Ich wusste ihn nicht mehr. Steht der da einfach mal um die Ecke, ey. Und jetzt?
Ja, wo geht's denn lang? Da, wo der Typ stand? Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja, wenn du das sagst, Frank. Und wohl doch hier lang, wo der Typ war. Achso, ja. Alles klar. Kontrollpunkt erreicht. Und unser Team ist da. Unser Team. Komm, Freunde. Was nehmen wir das mal? Wie wär's, wenn wir ein bisschen Jones nehmen, oder? Jones, den nehmen wir noch gar nicht so. Aber ihr wisst ja, dass ich den nicht so mag. Einzig, was ich bei dem von Vorteil als Vorteil erachte, ist seine Schrotflinte. Ansonsten, naja, gut. Weiter geht's. Das geht auch. Ich kann in den Körper. Lebt der noch? Und dann kann ich in den Hebel umlegen. Dann brennt, das setze ich mal in Brand, ne? Oder Blutbann. Noch schöner. Finde ich aber doof, dass die genau hier auch Church-Fähigkeit verwurstet haben. Das, ich finde ich, also das finde ich mega dämlich. Das ist ja eigentlich die gleiche Fähigkeit wie Church kann, nur kürzer und direkt personenbezogener, weil du ja dann auf die Person springst. Oder auf das Geschöpf. Keine Ahnung, was es ist. Hätten sie vielleicht was Besseres, da irgendwie so. Rückzug! Dass du ganz selten mal einen Körper komplett übernehmen kannst oder so und dann. Der Kopf platzt, ich weiß auch nicht. Alles in Ordnung? Ich höre was, aber. Ah, da. Wohl einen langen Weg hinter dir. Hand hinter sich. Hier hat es jemanden erwischt. Gerade den Heiler. Immer dieselbe Masche. Leute. Verdammt, nicht schon wieder. Was denn? Oh, neuer Abstand, neuer Abschnitt. Die Dekadenz. Ja, Leute, ihr seht es, ihr lest es. Echt nicht schön und appetitlich. In diesen Bädern. Oh, was sehe ich denn da? Meine Freunde. Die setze ich doch mal im Empfang. Abwarten. Peng. Der stirbt jetzt. Schade. Na gut. Alles Böse muss untergehen im Angesicht des Herrn. Was? Ich habe nur seine Energie abgesaugt. Na. Ist der ganz schön zünden gelassen, was? Echt gefährlich. Die setzen sich direkt wieder hinter ihren Schild in Schutz. Meine Fresse, er muss im richtigen Moment warten, bis der Schuld weg ist. Und dann geht's drauf. Da ist wieder Cole. Der Feuergott ist immer noch hungrig. Ja, Frank, der Feuergott ist hungrig. Na, guck dir mal, wie eindrucksvoll das irgendwie auch aussieht.
hab's ja schon in den letzten Parts gesagt, also ich finde, das ist schon echt stimmig. Ja, ist ein bisschen eklig auf dem Boden, das ganze Blut und so, aber fühlt sich schon ein wenig in dieser Epoche. Ja. Römische Zeit. Arme. Oh, was ist los? Die Viecher. Zeitschleife. Paradox aktiviert. Ja, man kann nicht beides gleichzeitig aktivieren, ist mir aufgefallen. Ich habe etwas für dich. Ja. Am Boden jetzt am Rolling. Ah, Leute, da holt die doch mal runter. Frank, los. Ja, wo ist denn da was? Ach, die sind ja auch noch da. Feuergott, hol sie dir. Nam, nam, nam. Er ist tot, hoffe ich. Was sind sie denn? Also Fliegender und Schildtypen. Guck mal, der Feuergott, der ist richtig effektiv gegen die auch. Krallt sich die direkt. Gut, Billy. Du bannst die ein bisschen. Ja, Church wäre hier auch optimal. Wäre ich auch gleich anstreben. Oh, die Schweine haben jetzt auch Schilde. Ach, mein Gott, ey. Hol sie dir. Hol sie dir. Feuergott. Feuerschlange. Das ist ja ein Schlangengott. Schmeck. Bam. Ja, auf jeden Fall. Mit der Knarre. So, und jetzt über schöne Shirts. Ja, atme nicht so. Komm. Willst du hier nicht die Simone nachmachen, oder? Jerichos, stehen bleiben. Nein, folgen bitte. Ich bin schon weg. Ha? Brauchen wir wieder den Dicken? Nein. Los! Hä? Geht's denn jetzt weiter? Da ist das Balk schon wieder. So. Jones. Bring mich Jonesy. Her. Der da ganz hinten ist. Schon überwundert. Ich glaube, es will, dass wir von Mann zu Mann springen. Gruselig das Kind aussieht. Das Erstgeborene. Wo denn? Da. So. So funktioniert's. Spring zum nächsten. Tu ich doch. Schade, dass ich die nicht in Brand setzen kann oder so. Da. Ein Schalter. Ja, okay, seine Fähigkeit ist schon irgendwie praktisch, aber. Manchmal auch wieder nicht so. Besonders weil, ich glaube, Cole. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, der ist einer der wenigen, die keine zweite Fähigkeit bekommen. Oder besitzen an sich schon. Und gib ihn. Gib ihn, Simone. Bam! Das passiert mir nicht nochmal. Church? Komm, wir machen das jetzt. Nur hinter das Schild kommen. Oder herum. Ja, dann geht's schnittig weiter hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was? War das schon alles? Ich glaube schon.
bin mir nicht sicher. Ich glaube doch, da muss noch der eine oder andere kommen, den haben wir doch gesehen. Ja, Leute, guckt euch mal das Bild an hier. Ja, den Kollegen werden wir auch noch kennenlernen. Den werden wir noch kennenlernen. Der ist nicht umsonst an der Wand gemalt oder gemeißelt. Oder beides. Der weiß schon hier, wie die Party abgeht. Oh, Frank muss hier was öffnen. Frank muss wieder was öffnen. Nicht da. Frank muss hier was öffnen. Ja. Aber Leute, bevor ich dieses Tor öffne, mache ich nochmal eine kleine Pause. Ja, ich weiß, das ist unfair, aber ihr wisst ja, im nächsten Part geht's weiter. Mit der üblichen Zeit eigentlich. Und ja, wenn ihr Bock habt, ne? Nächsten Part wieder dabei sein bei Jericho. Ich bitte, dir mit all meiner Kraft zu dienen. Ja, und Rawlings wird uns dienen weiterhin. Und ich würde mal sagen, bis dahin und ciao, Leute, ne?